Hallo Freunde, herzlich willkommen zur Serie Wohnmobiltour Dänemark, Nordsee hoch, Ostsee runter. Eine kleine Stippvisite führte uns nach Stäbelo bei Rostock. Wir haben dort unsere Freunde besucht und sind am nächsten Tag dann in Richtung Grenze Flensburg zu Dänemark weitergefahren. Wir haben uns für den Campingplatz Rømø Familie Camping entschieden, weil der Campingplatz in Lakholk am Strand voll belegt war. Am Freitag richteten wir uns auf dem Stellplatz ein und schon am Samstag ging es dann zu Fuß zum Strand von Lakholk. Nach zwei Übernachtungen auf dem Campingplatz fuhren wir dann am Sonntag zum Strand von Lakholk, schauten uns dort ein wenig um und fuhren dann weiter zur ältesten Stadt Dänemarks nach Ribe. Zum Größenvergleich mal, Otti, wie groß bist du? Knapp 1,60. So, wir waren vorgestern am 15. Juli 2022, am Freitag, in Dänemark angekommen. Richtig, auf Rømø. Auf Rømø, auf der Insel, nördlich von Sylt. Ja. Und dann haben wir uns einen Stellplatz gemietet auf dem Campingplatz, Familie Camping, Rømø, und sind gestern am Samstag zu Fuß nach Lakholk gelaufen. Ja, zum Strand. Und erzähl doch mal, wie war es denn so? Naja, wir sind ganz schöne Umwege gelaufen und sind insgesamt über 15 Kilometer unterwegs gewesen. Und dann haben wir uns aber erstmal schön Kaffee und Kuchen gegönnt. Sind dann zum Strand gelaufen, haben uns ein bisschen umgeschaut. Ja. Dann war Mittag und ja, da haben wir uns dann auch noch Mittag gegönnt. Lothar hat, was hast du denn gegessen? Ich habe ein Eis gegessen und vorher hatte ich Kaffee und Kuchen. Kaffee und Kuchen. Genau, ja richtig, du hast die riesige Eisportion gegessen und ich habe Fish and Chips, habe ich mir gegönnt. Ja, da sind wir zurück, haben noch einen Rehbock und sein Weibchen gesehen, noch nicht mal 100 Meter weg von uns. Tja, die waren ja überhaupt nicht irgendwie aufgeregt oder so.
Haben dann ganz in Ruhe weitergegrast, haben zwar ein bisschen geguckt, aber ja. Und dann waren wir endlich wieder am Wohnmobil. Nach etlichen Kilometern. Und die Füße haben wehgetan. Die Socken gequalmt. Und das Bier hat geschmeckt. Ja. So, was war heute Vormittag? Am Sonntag, jetzt am 17. Ja, wir sind von Römel runtergefahren und sind jetzt hier in Riebe. Ja, aber vorher waren wir noch am Strand und sind dort im Sand versackt. Ja, richtig. Leider. Mussten uns rausziehen lassen. Das ging ohne Probleme. Wir haben dem Kerl ein paar Scheinchen in die Hand gedrückt und da war die Sache für uns erledigt. Nach dem Motto, immer auf dem Dunklen fahren, nie auf dem Hellen. Und ihr seid nicht die Ersten. Ja. Gut. Aber er hat das Drama schon von Weitem gesehen. Und ist dann am Sonntagnachmittag ging es dann weiter nach Wiedberg, Wiedberg Strand Camping. Ja, ein sehr großer, sehr moderner, sehr anspruchsvoller Campingplatz, der auch seinen entsprechenden Preis für eine Übernachtung forderte. Für uns war aber klar, wir bleiben hier nicht lange. Wir halten uns einen Tag auf, nutzen das alles hier, übernachten einmal und dann geht es am nächsten Tag weiter. Am Blauwandstrand hatten wir dann das erste Mal direkten Kontakt zu den Bunkern aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, viele nutzen die privat, andere Bunker stehen der Öffentlichkeit zur Verfügung. Im Grunde genommen haben die sich voll jetzt in die Landschaft integriert und mehr oder weniger die Leute haben ihren Spaß daran. Am Montagabend haben wir uns auf dem Campingplatz etwas umgeschaut und sind dann zu diesem Teich gekommen. War sehr idyllisch, auch weil die Kinder und Jugendlichen Möglichkeiten hatten, sich dort sportlich zu betätigen, Fußball spielen, Mountainbike fahren oder ähnliche Dinge. Einige haben geangelt. Und dann ging es wieder zum Strand mit Blick auf die Sonne.